Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Wir hatten gerade System durchgenommen. Jetzt kommen wir zum Speicher. So, da haben wir jetzt nur zwei Punkte erweitert. Bei euch wird da vielleicht gar nicht da stehen, der erweiterte Speicher, oder halt nicht drin sein. Vielleicht bei euch denn schon drei Sachen drin, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht die Beta-Software, die neue. Ich habe leider nur die Möglichkeit, einen internen Speicher zu haben und einen externen, also eine USB-Festplatte. Also wie gesagt, im späteren Verlauf werden dann hier drei Sachen sein. Konsolenspeicher, erweiterter Speicher und dann erweiterter USB-Speicher. Denke ich mal, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, wie Sony das lösen wird. Aber wir kommen mal zum Konsolenspeicher. Im Konsolenspeicher seht ihr ja oben schon, das ist der ganze Speicher, den die Konsole hat. Das sind 667,2 GB. Dann haben wir hier Punkte und sehen halt, wie viel Gigabyte dafür drauf geht. Spiele und Apps sind Spiele und Apps, ist selbsterklärend Spiele und halt Spotify, Netflix, sowas halt, Apps. Mediengalerie ist Mediengalerie, da sind die Bilder drin. Also Trophäenbilder, wenn man und Trophäenvideos oder wenn man selber Screenshot macht, ja, machen wir mal einen Screenshot. So, haben wir einen Screenshot gemacht. Zack, und hier ist er auch schon. Oder wenn wir noch hier machen. Da haben wir den. So. Hier sind die Favoriten. Man kann nur Favoriten erstellen, habe ich noch nie gemacht. Trophäen sind dann halt Bilder und Videos, die wir gekriegt haben von Trophäen. Und Alben sind die Alben, die Spiele selber anlegen. Ratchet & Clank. Und dann finden wir da natürlich alle Trophäen, Videos, Bilder, die wir machen von Ratchet & Clank. Andere, das ist dann halt vom Menü halt. Und hier können wir dann löschen. Wollen wir jetzt gerade nicht. Und hier können wir halt sortieren. Neu nach alt, alt nach neu, Größe, Medientyp. Screenshot zuerst, Videos danach. Ja. Oder halt, beziehungsweise hier werden jetzt nur Screenshots angezeigt. Und jetzt Screenshots und Videos. Gespeicherte Daten sind für PS4-Spiele und PS5-Spiele. Wir fangen mal oben an. Ihr müsst aufpassen, ihr seid automatisch bei Löschen. Also nicht, dass er hier aus Versehen was bestätigt und dann löscht oder so. Das sind alles Safe Games, die auf der PS5-Konsole sind. Entschuldigung, muss ich beniesen. Also reine PS5-Spiele. Und wenn wir die jetzt zum Beispiel nicht mehr brauchen und um Speicherplatz, manche sind halt ein paar MB groß, wie jetzt zum Beispiel Call of Duty, das Control Farm, ne, das lasse ich noch drauf, das brauche ich auch noch. Maiden brauche ich jetzt nicht, Avengers brauche ich nicht, Mortal Kombat brauche ich nicht, Ratchet & Clank, können wir auch schon machen. Village, Sackboy brauche ich noch, Terminator brauche ich noch, das brauche ich jetzt nicht, so. Könnte ich das jetzt alles löschen? Wäre aber Quatsch, wenn wir das löschen. Wenn wir PlayStation Plus sind, laden wir das jetzt erstmal alles in den Online-Speicher hoch und löschen es danach. So, hochladen. Für alle übernehmen. Zack. Das fragt er jetzt bei jedem Spiel, weil da sind ja schon Safe Games. Ich mache das jetzt nur für euch, weil meine Safe Games eigentlich auf dem aktuellsten Stand sind. Und jetzt überträgt er praktisch die 13 Safe Games in den Online-Speicher hoch. Und da können wir sonst denn. Entschuldigung, jederzeit wieder runterladen, um sie auf der Konsole zu benutzen.
und fertig. Und das ist, wir können sie jetzt hier löschen. Wir können jetzt hier. So, das sind 1,34 Gigabyte. Das macht, das hört sich jetzt nach nicht viel an, aber wenn ihr viele Spiele drauf habt, dann wird das natürlich mehr. Und wenn der Speicherplatz sowieso schon arg begrenzt ist, dann ist das natürlich von Vorteil, wenn man die dann auch irgendwann mal löscht, beziehungsweise im Speicher hochlädt und dann löscht für Spiele, die man nicht mehr spielt. Genauso verhält sich es bei der PS4. Da haben wir aber noch die Möglichkeit, Save Games auf das USB-Laufwerk zu kompilieren. Und hier halt Cloud und löschen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht. Berechnung des Speichers nicht möglich. Also da gibt es gerade Probleme mit der Berechnung, dass das nicht möglich ist. Na, geht doch trotzdem. Naja. Ich weiß jetzt aber nicht. Nee, dürfte eigentlich nicht funktionieren. Wenn wir auf Speicher verschoben haben, dann sind die weg. Dann, ja. Und dann haben wir noch löschen. Und dann könnt ihr sie zurückholen, könnt ihr sie dann über den erweiterten Speicher, also wir waren jetzt bei Konsole, bei gespeicherte Daten, andere könnt ihr nicht reingeben und der Platz andere, da braucht ihr euch nicht wundern, bei mir ist jetzt 25 GB groß, vielleicht bei euch 10 GB, 15, 35. Das ist ein variabler Speicher, den die PlayStation sich variabel selbst nehmen kann, um halt, ja, damit es halt schnell läuft und alles gut läuft. Und das ist halt abweichend. Also da kann man auch nicht leeren oder irgendwas oder begrenzen oder irgendwas. Das macht die PlayStation von sich aus. So, bei erweiterten Speicher, das ist jetzt meine USB-Festplatte. Da haben wir hier unten halt PS4-Spiele immer im USB-Speicher installieren. Empfehle ich euch. Wie gesagt, ihr habt dadurch eine Ladezeit. Nicht so wie wenn ihr die Spiele auf der PS5-Festplatte installiert, wo sie bedeutend kürzer ist, die Ladezeit. Kommt dann so an PS4-Geschwindigkeit von der Ladezeit ran. Aber bedenkt, der Speicherplatz ist sehr, sehr knapp auf der PS5. Deswegen habe ich alles auf der externen. So, wir haben jetzt hier Inhalte löschen. Da warten wir mal kurz ab. Und danach PS4-Inhalte verschieben und PS5-Inhalte verschieben. So. Das sind alles PS4-Spiele. Add-on, ne, hier sind so ja Add-on. Hier seht ihr, da ist ein Add-on, das ist ein Add-on. Ach so, Inhalte, das sind dann die Add-ons teilweise. Und Spiele, das ist jetzt Spiel. Spiel, Spotify. So, ich lösche mal Spotify, dann seht ihr, wie es läuft. So, Spotify erlöscht. Und ihr habt auch hier Möglichkeit zu durchsuchen. Name, A bis Z, Z bis A, Größe, Absteigen, Aufsteigen, Nutzung. So, wir haben jetzt PS4-Inhalte. Ihr seht, auch da ist ganz schön viel drin. So, das sind jetzt die ganzen Spiele. Hier sind die Add-ons nicht mit bei. Ihr seht, da steht überall nur PS4. Und wenn wir hier auf PS5 gehen, das sind die ganzen PS5-Spiele, die ich auf die externe Platte verschoben habe. Ach Quatsch, die auf der internen sind. Nee, Quatsch.
Nee, das ist, wir sind ja jetzt bei externe raufgegangen. Ich bin gerade noch auf internen Speicher gewesen. Nee, das sind die Sachen, die wir auf der externen Festplatte haben, die wir auf die interne Platte schieben können. Aber wenn wir jetzt COD nehmen, Terminator und vielleicht Doom. Oder nur COD und Doom. Oder ein bisschen Shooter spielen wollen heute Abend oder so. Ist jetzt mein Speicher schon wieder rot. Also ich kann, da habe ich den Speicher nicht für. Deswegen müsste ich erstmal auf normalen PS5 Speicher hier ein paar Spiele rein verschieben, dass ich wieder Platz habe, um die großen rüberzuholen. Das ist halt nervig. Ich hoffe, das wird bald sich ändern. Und wenn ihr Spiele kopiert, egal von externe zu intern oder intern zu extern, und bitte nicht abbrechen. Man könnte es abbrechen, aber ich habe mitgekriegt, ich musste schon oft Spiele verschieben, dass es da dann arge Probleme gibt. Zum Beispiel war dann zwar Sackboy da, also Little Big Adventure, wurde mir teilweise angezeigt, aber ich konnte nicht starten. Oder es war von sich aus auf einmal weg, aber der Speicherplatz, also man hat es nicht gesehen, aber der Speicherplatz war trotzdem belegt. Ja, deswegen am besten, wenn ihr Spiele übertragt, lasst das wirklich erst zu Ende laufen und macht, es kann gut gehen, vielleicht habe ich da nur ein bisschen Pech gehabt, aber ich will euch da trotzdem warnen, sicher ist sicher. So, das sollte jetzt zum Speicher auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, das Menü ändert sich ja immer wieder und wir wissen nicht, wie es in ein paar Monaten aussieht. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum, wie gesagt, Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.